Lola. Hallo, Pocoyo. Hallo. Hallo, Pato. Hey, was ist denn das? Holla, holla, holla. Wem mag wohl dieser schöne rosa Roller gehören? Elli. Die Frage ist nur, was macht er hier? Vielleicht hat sie ihn vergessen. Was meint ihr? Sollen die zwei ihn zu Elli zurückbringen? Ja, ja. Bring ihn zu Elli. Bringt ihn ihr. Oh, oh. Gemacht, Pato. Du bist ja ein richtiger Profi auf dem Roller. Das sieht so aus, als ob Pato uns zeigen möchte, was ein richtiger Rollerprofi so kann. Aber wirklich, wie man mit so einem Roller umgeht, Pato. Hey! Baby Pieps, dein Raupenroller gefällt mir außerordentlich gut. Pato findet es besser, wenn du ein paar Fotos von ihm machst. Das ist nicht ganz so gefährlich wie dein Raupenroller. Oh, das sieht aber sehr beeindruckend aus. Hoho, seht euch das an! Ui, ich glaube nicht, dass Elli das so richtig gut findet. Das ist Ellis Roller. Das scheint Pato total vergessen zu haben. Oh nein, pass doch auf. Oh, Pato, nein. Falls du dich erinnern kannst, das war Ellis Roller, Pato. Elli, Elli. Was kann man denn da nur machen? Glaubst du wirklich, Elli mag deine Skulptur genauso wie ihren Roller? Einer von euch, Pocoyo, sagen, wer da kommt? Elli! Elli kommt! Pato, bist du das? Hallo, Elli! Elli, du solltest jetzt vielleicht lieber nicht mit deinem Roller fahren, solltest du jetzt lieber besser... Oh, Elli. Wie du siehst, Elli, dein Roller ist, zerbrochen. Oh! Moment. Aber Pocoyo und Pato kriegen das wieder hin. Keine Angst.
Sie haben ihr Bestes gegeben. Wirklich, das haben sie. Du solltest sie nicht umarmen? Umarmen? Heißt das, du bist nicht verärgert, weil dein Roller kaputt ist? Was wird denn das? Ach, verstehe. Kann vielleicht einer von euch, Pocoyo, sagen, was Ellie da hat? Einen neuen Roller. Ellie hat einen neuen Roller bekommen. Ganz richtig. Und was für ein toller neuer Roller das ist. All die Aufregung umsonst. Prima, Pocoyo. Gut, wenn man immer die Wahrheit sagt. Macht's gut und bis bald! Pocoyo Samenkorn. Hallo, Pocoyo. Hallo. Was ist denn das? Was hast du denn da? Weißt du was, das sieht wie ein sehr großes Samenkorn aus. Du weißt doch, was man mit einem Samenkorn macht, Pocoyo? Was haltet ihr davon? Macht man so etwas mit einem Samenkorn? Legt man es sich auf den Kopf? Nein! Legt man es in seinen Trinkbecher? Ist das richtig? Nein! Das macht man nicht! Pflanzt man es ein? Ja! Samen pflanzt man ein! Ganz genau. Ich bin mir sicher, dass schon sehr bald etwas sehr Schönes aus diesem Samenkorn wachsen wird. Das scheint doch etwas länger zu dauern, was? Ja, wachsen kann doch schon ein ganzes Weilchen dauern, wisst ihr. Was ist denn, Pocoyo? Hast du etwas? Ist was passiert? Ja, verstehe schon. Du musst mal aufs stille Örtchen. Mach schnell. Wir passen so lange auf dein Samenkorn auf. Hallo, Schlummerpieps. Naja, das ist ein wunderschönes Samenkorn, nicht wahr? Halt! Aber was machst du denn? Geht es dir jetzt etwas besser, Pocoyo? Das ist schön, weil es da etwas gibt, das ich dir sagen muss. Es geht um dein Samenkorn. Wieder gut. Pocoyo, der Schlummerpieps hat es für einen kleinen Leckerbissen gehalten, aber jetzt ist alles wieder gut. Ah, seht, hier ist der Lula. Hallo, Lula. Oh nein, Pocoyo, wach auf, wach auf! Oh je. Vielleicht wacht er auf, wenn wir alle zusammenrufen. Fertig? Wach auf, Pocoyo! Wach auf! Ja, verstehe schon. Lula wollte nur spielen. Oh, jetzt sollte dein Samenkorn aber wirklich sicher sein, Pocoyo. Hallo, Pato. Pato, ich weiß ja, dass es wie ein Ei aussieht, aber in Wirklichkeit ist es...
ist das? Nun, also ich würde sagen, jetzt ist dein Samenkorn absolut sicher, Pocoyo. Keiner kann es dir wegnehmen. Was sehe ich ganz allerliebst? Hallo, Elli. Pass auf. Oh, das ist ja... Das ist jetzt nicht so gut. Ach, Pocoyo, Elli wollte deine Blume doch gar nicht zerdrücken und nun hängt sie auch noch in deiner Falle. Sieht ja aus wie noch mehr Samenkörner. Könnt ihr vielleicht Pocoyo sagen, was aus all diesen Samenkörnern wächst? Blumen, ganz viele Blumen. Das ist richtig. Viele, viele Blumen. Genug für alle. Prima. Toll. Ja. Juhu. Was für ein Glück, Pocoyo. Haben wir aber alle Glück gehabt, Freunde. Macht's gut. Bis bald. Das große Rennen. Schaut mal, da sind Pocoyo und Elli. Sie sind auf einer Spazierfahrt. Hallo, Pocoyo. Hallo, Elli. Es gibt ja wirklich nichts Schöneres, als an einem herrlichen Tag ganz entspannt dahin zu sausen. Man fühlt sich großartig und das erst recht, wenn Freunde dabei sind. Das sieht ja ganz so aus, als ob aus der gemütlichen Spazierfahrt ein Rennen wird. Und da ist auch Pato. Aber wo will er denn hin? Ach, da ist er ja wieder. Verstehe. Pato möchte, dass Pocoyo und Elli ein richtiges Wettrennen machen. Wie aufregend. Kommt alle her. Elli und Pocoyo machen ein Wettrennen. Sie wollen herausbekommen, wer schneller ist. Ich glaube, Pato möchte jetzt anfangen. Was sagt man, wenn ein Wettrennen gestartet wird, Pato? Genau, man sagt, auf die Plätze, fertig. Und was kommt dann, Pato? Oh je. Pato kann sich nicht erinnern, was danach kommt. Kann vielleicht einer von euch, Pato, helfen? Wie startet man das Rennen? Man sagt, auf die Plätze, fertig. Los! Und schon sind sie gestartet. Gut gemacht, ist das spannend. Elli und Pocoyo fahren Kopf an Kopf. Uiuiuiui, ich glaube, jetzt haben sie auch noch Schlummerpieps geweckt. Oh, seht euch das an. Schlummerpieps will auch beim Rennen mitmachen. So richtig schnell scheint Schlummerpieps aber nicht zu sein. Jetzt sieht es so aus, als ob die starke Elli die Führung übernimmt. Oh wei, was für ein Pech. Elli steckt im Sand fest. Und jetzt saust Pocoyo davon. Er lässt Elli in einer Staubwolke zurück. Natürlich in einem Sandberg. Aber Moment mal, Elli hat eine Idee. Und was macht sie denn jetzt? Sie zieht sich selbst aus dem Sand. Zieh, Elli, zieh! Sie hat es geschafft! Und sie ist wieder im Rennen. Das läuft ja wunderbar, Pocoyo. Du hast einen Riesenvorsprung. Da kommt man richtig ins Schwitzen, was? Ich
komisch. Was machst du denn jetzt, Pocoyo? Ein Eis. Du isst mitten im Rennen ein Eis? Also ich muss schon sagen, stellst dich hin und isst ein Eis. Du denkst wohl, du hast schon gewonnen. Schnell, Pocoyo. Du musst dich beeilen, wenn du das Rennen noch gewinnen willst. Und da ist er auch schon wieder gestartet. Seht euch diesen Pocoyo an. Ah, da kommt ja auch schon Schlummerpieps. Ellie und Pocoyo wieder Kopf an Kopf. Was für ein Rennen. Oh nein, was war denn das? Rennwagen und Roller sind völlig kaputt gegangen und das so kurz vor dem Ziel. Oh, 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 Pocoyo ohne Auto, Ellie ohne Roller. Wie sollen sie denn nun das Wettrennen beenden? Weißt du was, Pocoyo? Es gibt eine Möglichkeit, wie ihr zwei das Rennen doch noch beenden könnt. Du hast ein Teil, das noch funktioniert. Und Ellie, du hast ein anderes Teil. Kann man daraus nicht ein neues Fahrzeug machen, Pocoyo? Kann vielleicht einer von euch Pocoyo und Ellie helfen? Wie kann man daraus ein neues Fahrzeug machen? Zusammenbauen! Baut es zusammen! Ganz richtig! Wenn ihr die Teile zusammenbaut, dann könnt ihr das Rennen gemeinsam beenden. Seht euch das an, Pocoyo und Ellie haben ein Rollauto. Perfekt. Und es scheint, als ob ihr beide das Rennen gewonnen habt, gemeinsam. Oh, tatsächlich ist ja Schlummerpieps der Gewinner. Aber eigentlich ist es doch gar nicht so wichtig, wer der Erste ist, sondern dass ihr Spaß habt. Und vor allem mit euren Freunden. Tolles Rennen, Pocoyo. Macht's gut und bis bald. Pocoyo Olympiade. Willkommen zur Pocoyo Olympiade. Dort! Seht mal, jetzt wärmen sich die Teilnehmer auf. Pato, Pocoyo und Ellie. Also dann, meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist mir ein großes Vergnügen, Ihnen den Beginn der allerersten Pocoyo-Olympiade anzukündigen. Ohne große Umschweife, nun zur Vorstellung der Wettkämpfer. Zuerst der Junge in Blau, Pocoyo. Und schon der Nächste. Er ist so gar keine lahme Ente. Das ist Pato. Und zum Schluss die Dame ganz in rosa-rot, Ellie. Verzeihung, Ellie. Und nun bereiten sich die Sportler auf den Start des Wettrennens vor. Also jetzt? Sind alle fertig? Dann auf die Plätze. Fertig? Los! Was für eine Überraschung. Seht, wie sie laufen. Das ist ja ein immer nur im Kreis herumrennen. Ich glaube nicht, dass ich jemals zuvor ein solches Rennen gesehen habe. Wer kann am längsten im Kreis laufen? Oh, und da ist Ellie schon aus dem Rennen. Wer wird jetzt gewinnen? Hui, Pocoyo, pass auf. Pech gehabt, Pocoyo.
Bravo, ihr alle! Was für ein herrlicher Wettkampf! Aber wer hat denn nun gewonnen? Kann es vielleicht einer von euch sagen? Ellie? Pocoyo? Oder Pato? Pato! Pato hat gewonnen! Pato! Gratulation! Du hast das Wettrennen gewonnen! Was ist denn, Pato? Oh ja, dein Preis. Tja, Ah, eine Goldmedaille. Das ist ein ganz fantastischer Preis. Und was für einen Wettkampf gibt es jetzt? Hat irgendjemand irgendeine Idee? Aufräumwettkampf. Alles rein. Oh ja, das ist doch eine gute Idee, Pocoyo. Und der nächste Wettkampf ist... Schnell aufräumen. Ganz genau. Alle bereit? Auf die Plätze. Fertig? Los! Ich bin mir ganz sicher, es gibt etwas, worin du der Beste bist. Pocoyo. Ja. Und ich weiß auch schon, was der letzte Wettkampf sein wird. Ein Kicherwettstreit. Kicher? Und hier ist auch schon Oktopus. Boah. Und was denkt ihr? Wer hat am lautesten, am längsten und am ansteckendsten gekichert? Pocoyo! Pocoyo hat gewonnen! Ganz genau so ist es. Pocoyo hat gewonnen! Siehst du, Pocoyo, es kann nicht jeder in allem der Beste sein. Aber jeder kann etwas ganz besonders gut. Großartig, Pocoyo. Macht's gut. Bis bald. Pocoyos Entdeckung. Hallo, Pocoyo. Hallo. Hast du das gesehen? Weißt du, was das war? Kann vielleicht einer von euch, Pocoyo, sagen, was das ist? Ein Reifen. Das ist richtig. Das ist ein alter Reifen, den jemand weggeworfen hat. Was hast du denn da? Einen kaputten Wecker? Und was willst du damit machen? Ah, ich verstehe. Du wirfst ihn weg. Nun, warum auch nicht? Mehr! Mehr? Es scheint, als ob Schlummerpieps auch etwas Müll loswerden möchte. Na, wie es aussieht, will da jeder mitmachen. Aufräumen kann auch Spaß machen.
Und es ist sicher ein gutes Gefühl, all den alten Kram loszuwerden. Wer ist denn da? Kleine Raupe. Oje. Ich fürchte, dass es vor deiner Haustür gerade ein wenig unordentlich ist. Pato, du hast gerade den ganzen Müll ins Wasser geworfen. Die Eier riechen lecker, stimmt's, Fred? Ich verstehe dich, Fred. Keiner mag Müll auf seinem Spiegelei. Aber wie willst du den alten Kram wieder loswerden? Du meine Güte, so viel Müll! Ganz meine Meinung, Pocoyo. Ich mag es überhaupt nicht, wenn plötzlich Abfälle auf meine Bausteine fallen. Oder würde es euch etwa gefallen, wenn ein Berg voller Müll auf eurem Spielplatz landet? Nein, gar dem Müll folgen, um herauszubekommen, wo er am Ende landet. Prima Idee. Wandert immer von einem zum anderen, weil jeder ihn zum nächsten wirft. Aber das alte kaputte Zeug immer im Kreis herumzuwerfen, hilft doch gar nichts, oder? Was können wir denn da nur machen? Ich glaube, Pocoyo hat einen Weg gefunden, wie man das Problem lösen kann. Anstatt den alten Kram einfach wegzuwerfen, hast du dir überlegt, wie man ihn doch noch irgendwie benutzen kann. Bravo, Pocoyo! Ihr alle habt das prima hinbekommen. Macht's gut! Bis bald! Das Wikinger-Abenteuer. Hallo, Pocoyo! Was liest du da? Ist es ein Buch über Ritter? Ah, es ist ein Buch über Wikinger. Ja!
Ich sehe schon, du bist ein Meister mit dem Wikingerschwert. Aber gegen wen kämpfst du? Krake! Gegen die Krake? Du bist ein sehr guter Kämpfer, Pocoyo. Aber um ein echter Wikinger zu sein, brauchst du noch einen Helm, einen Schild und am allerwichtigsten ein Boot. Aha! Wikinger! Viel besser! Krake fangen! Bitte entschuldigt ihn. Pocoyo ist ein Wikinger und er hat vor, die furchteinflößende Krake zu bekämpfen. Aber Pocoyo, was hast du denn? Sie sind keine Wikinger. So ist es viel besser. Mutigen Wikinger stechen in See. Was hast du da, Pocoyo? Ah, natürlich. Mit der Karte könnt ihr die Krake finden. Oh oh, ihr bekommt Gesellschaft. Alle auf ihre Posten. Seid vorsichtig, Freunde. Sie haben euch umzingelt. Es ist nur Baby Pieps. Alles ist gut, Pato. Du bist in Sicherheit. Bis bald, Baby Pieps. Bis bald, kleine Raupe. Ihr seid großartige Haie. Hast du etwas entdeckt, Pocoyo? Oh oh, Pato, irgendetwas Seltsames passiert hier. Pato, Pato! Ah, du konntest mich wegen des Helms nicht hören. Ich befürchte, irgendetwas stimmt nicht mit den anderen. Seid vorsichtig, ihr seid zu schnell! Pato, geht es dir gut? Ah, der Gesang kommt von Schlummernixe. Natürlich, die Wassernixen-Melodie hat Elli und Pocoyo hypnotisiert. Sehr gut, Pato. Du hast alle gerettet. Oh nein, Schlummernixe ist wieder aufgewacht. Puh, sehr gut, Freunde. Ihr habt es gerade noch rechtzeitig geschafft. Aber wisst ihr eigentlich, dass ihr fliegt? Ballons? Wo sind denn nur diese Ballons hergekommen? Moment mal, was war das? Ah, Baby Pieps und kleine Raupe haben euch geholfen. Vorsichtig, ihr habt etwas angefahren. Freunde, was sind das für Blasen? Die
Krake! Wikinger! Vorsichtig, Elli! Was? Oh nein, jetzt ist er wirklich sehr wütend. Ich weiß! Natürlich! Was für eine tolle Idee! Musik besänftigt Kraken! Echt fetzig, diese Wikinger! Ein Hoch auf Musik und ein Hoch auf Abenteuer mit Freunden! Macht's gut, bis bald! Super Pocoyo! Ah, da ist der Pocoyo! Hallo, Pocoyo! Pocoyo? Pocoyo? Nein! Nein? Wie nein, Pocoyo? Nicht Pocoyo! Du bist nicht Pocoyo? Aber wer bist du denn dann? Kann mir vielleicht einer von euch dort sagen, wer Pocoyo heute ist? Er ist ein Superheld! Oh. Ja, verstehe. Der Umhang? Das P? Du musst ein Superheld sein, Pocoyo! Super Pocoyo! Super Pocoyo! Oje! Hey, du bist wirklich ein richtiger Superheld, Pocoyo. Pato, ich glaube, Pocoyo möchte, dass du mit ihm spielst. Super Pocoyo und Super Pato. So, was ist Super Pocoyos erste Aufgabe? Super Pocoyo hilft Freunden. Ja, was für eine wunderbare Idee. Oh, Super Pocoyo sucht mit seinem Superblick nach jemandem, der seine Hilfe braucht. Schlummerpieps, steckt. Steckt? Schlummerpieps steckt fest? Also ich bin mir nicht sicher, ob sie wirklich feststeckt. Pato? Dir ist hoffentlich klar. Pocoyo ist ein Superheld. Er weiß, was er tut. Super Pocoyo! Hast du schon wieder jemanden entdeckt, der deine Hilfe braucht? Lula? Also, ich würde sagen, es sieht ganz so aus, als ob Elli ein Schläfchen macht. Nein! Elli steckt! Super Pocoyo! Pocoyo.
Nicht Ellie. Pocoyo hat doch eben nur versucht. Habt ihr denn nicht gesehen? Er wollte doch bloß... Ach je. Pato, ich glaube, Pocoyo fühlt sich jetzt nach all dem überhaupt nicht mehr super. Kannst du ihn vielleicht wieder aufmuntern? Pato? Oh nein. Pato! Er steckt in seinem Hut fest. Hilfe! Er sieht nicht, wohin er geht. Helft doch! Oh, es muss doch irgendwo irgendjemanden geben, der Pato helfen kann. Wisst ihr vielleicht jemanden, der Pato jetzt helfen könnte? Super Pocoyo kann helfen! Super gemacht, Pocoyo. Das war trotz allem ein super Tag. Bravo! Super, Pocoyo! Macht's gut. Bis bald. Pocoyos Pferd. Na, hallo, Pocoyo. Hallo. Was hast du denn da Schönes? Buch. Oh ja, ein wunderbares Bilderbuch. Ball. Ja, richtig, das ist ein Ball. Sehr gut. Fisch. Wieder richtig, das ist ein Fisch. Baum. Genau, ein Baum. Ausgezeichnet. Das kannst du sehr gut, Pocoyo. Na, was ist das? Oh, Pocoyo, du weißt nicht, was das ist. Ich gebe dir einen kleinen Tipp. Es galoppiert und macht... Kann vielleicht jemand von euch, Pocoyo, sagen, was da auf dem Bild zu sehen ist? Ein Pferd! Auf dem Bild ist ein Pferd! Du weißt nicht, was ein Pferd ist? Nun denn, Pferde sind große Tiere, sie fressen Gras und sie machen, wie gesagt, so. Sie rennen sehr schnell, so schnell wie Autos. Pferde sind unheimlich kräftige und atemberaubend schöne Tiere. Und die Menschen reiten sogar auf ihnen. Kannst du dir das vorstellen? Du selbst auf einem Pferd? Das wäre was. Pocoyo, Pferd. Pferd, 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 Pferd. Da sind Ellie und Pato. Sag hallo, Pocoyo. Pferd, 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 Pocoyo. Pferd, 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 Pocoyo will Pferd. Ich fürchte, dass Pocoyo unbedingt ein Pferd haben will. Ihr habt nicht zufällig eins hier, oder? Pferd, 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 Pferd! Pocoyo, sie können dir nicht helfen. Sie haben nun mal kein Pferd. Setzen. Gucken. Pferd, 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 Pferd. Pferd, 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 Pferd
Pocoyo will jetzt nur Pferde zeichnen. Pferde und nichts anderes. Pferd. Pferd, 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 Pferd. Ui. Vier Beine. Könnt ihr Pocoyo sagen, ob das wirklich ein Pferd ist? Nein, das ist ein Hund. Das ist Lola. Pferd, 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 Pferd. Pocoyo, du musst damit aufhören. Es gibt hier keine Pferde. Also wenn es nach mir gehen würde, hättest du schon lange ein Pferd. Ach, was sage ich? 100 Pferde, sie wären überall. Du wärst gar nicht zu sehen vor lauter Pferden. Aber du bist hier in der Pocoyo-Welt. Da gibt es keine Pferde. Pferd! Hut. Wozu brauchst du den Hut? Pferd! Na, verstehe. Damit du noch lauter nach einem Pferd schreien kannst. Oh je, ich fürchte, er hat mich nicht verstanden. Oh je, was können wir nur dagegen tun? Ist dir etwas eingefallen, Elli? Pferd! Was war denn das? Oh, irgendjemand hat ein Pferd für dich gemacht. Könnt ihr Pocoyo sagen, wer dieses wunderschöne Pferd für ihn gebastelt hat? Pato und Elli. Genau, Pato und Elli. Pocoyo, warte. Hast du das gehört? Das ist ein sehr seltener Ton. Nein, das war kein Pferd. So hört sich ein Elefant an, der ganz traurig ist. Elli wollte nur, dass du dich freust. Ich fürchte, du warst nicht sehr nett zu ihr. Entschuldigung. Entschuldigung. Entschuldigung, Pato. Pferd! Oh nein, fang nicht schon wieder mit dem Pferd an. Pato-Pferd. Wie wunderbar! Bravo, Pocoyo-Reiter! Bravo, Elli, Pato-Pferd! Hüa, hot, aber auch! Macht's gut! Bis bald! Sommerwanderung. Was für eine Sommerhitze heute. Pocoyo, wäre es nicht besser, dahin zu gehen, wo es kühl ist? Wie zum Beispiel ins Gebirge? Die Berge! Pato, ich glaube, du wärst der beste Führer für unsere Expedition. Du bist auch mit der besten Ausrüstung gekommen. Oh.
Ihr habt endlich den Gipfel erreicht. Wie wunderschön. Endlich, Pato, da bist du ja. Hast es schließlich geschafft. Ja. Schlag besser dein Zelt auf, so wie Pocoyo und Nina. Ah, du hast die Zeltstangen gefunden. Aber das sind ja Golfschläger. Ich befürchte, du hast den falschen Beutel mitgebracht. Keine Sorge, ich bin sicher, dass Pocoyo und Nina mit anpacken werden, Pato. Geschenk für dich. Ist es nicht zauberhaft? Nach allem war es ja doch ein wunderbarer Campingtrip. Gute Nacht, alle zusammen. Die magische Gießkanne. Oje, was für ein schrecklich heißer Tag ist das hier bei Pocoyo und seinen Freunden. Schaut mal, da ist auch Ellie. Sieht aus, als sei ihr auch viel zu heiß. Hallo, Ellie. Du hast nicht zufällig Pocoyo hier irgendwo gesehen, Ellie? Das ist seltsam. Eigentlich mag er es, wenn es so richtig heiß ist. Ich weiß, wahrscheinlich ist er bei Pato. Bis bald, Ellie. Ah, und da ist auch schon Pato. Pato macht die Hitze auch sehr zu schaffen. Pato, hast du vielleicht Pocoyo gesehen? Entschuldige, Pato, war das jetzt ein Nein oder ein... Entschuldige nochmals, Pato. Aber ich hab's immer noch nicht ganz verstanden. Was hattest du gesagt? Ich meine... Schon gut. In Ordnung. Ich suche weiter. Entschuldige die Störung, Pato. Jetzt möchte ich aber wirklich wissen, wo Pocoyo steckt. Ah, da bist du ja endlich, Pocoyo. Hallo, Pocoyo. Hallo, Lula. Hallo. Und? Da ist ja auch Pocoyos Musikblume. Blume. Musik. Pocoyo liebt seine Musikblume über alles. Wisst ihr was? Ich glaube, Pocoyo hat die einzige Musikblume auf der ganzen Welt. Sieht so aus, als ob die Gießkanne leer ist, Pocoyo. Mehr Musik. Ja, mehr Musik? Das wäre schön. Aber wie soll deine Blume Musik machen, wenn sie Durst hat und die Gießkanne leer ist, Pocoyo? Kann vielleicht einer von euch Pocoyo helfen? Hol mehr Wasser! Mehr Wasser holen! Bam, 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 bam,
Sieht so aus, als sei der Wasserhahn in der großen Hitze ausgetrocknet. Aber wenigstens hast du die Gießkanne für deine Blume gefüllt. Blume! Armer Pato, du musst ja schrecklich durstig sein. Ah, Pocoyo, das ist aber wirklich nett von dir. Du gibst Pato etwas von dem Wasser für die Blume ab. Blume! Oh, was macht Ellie denn? Verstehe, Ellie will ein schönes, kühles Bad gegen die brütende Hitze nehmen. Was für ein guter Einfall. Für Elefanten gibt es nichts Schöneres als ein kühles Bad. Oje, es kommt kein Wasser. Dann war es das wohl mit Ellies Bad. Und sie hatte sich so darauf gefreut. Oh ja, Pocoyo, das war eine gute Tat. Du hast Ellie sehr froh gemacht, aber jetzt sollten wir schnell zu deiner... Blume! Oje, Pocoyo hat das ganze Wasser verbraucht, um seinen Freunden zu helfen. Jetzt hat er gar kein Wasser mehr für seine Blume. Sei nicht traurig, Pocoyo. Dir wird sicher jemand helfen. Ich glaube sogar, es ist schon Hilfe unterwegs. Kann vielleicht einer von euch, Pocoyo, sagen, wer jetzt gleich kommt? Ellie und Pato! Ach, sehr schön. Das ist wirklich nett. Aber ich glaube, die Blume braucht mehr als... Das ist ja unglaublich. Wenn Freunde einander helfen, passieren manchmal kleine Wunder. Das war ein toller Tag für Pocoyo und seine Freunde. Macht's gut und bis bald.